Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement, das wir einmal hier unter Haustierkampf und dann Kampf finden. Und dann scrollen wir relativ weit nach unten und zwar schimpft sich das schändliche Scheusale der Schattenlande. Und dafür müssen wir insgesamt 10 Bosse bekämpfen, die sich halt auf den ganzen Zonen der Schattenlande, ausgenommen dem Schlund, verteilen. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann kriegen wir als Belohnung ein Pet, einen Winterlaubspriggen, schimpft sich der. Ein mehr oder minder schickes, kleines, humanoides Pet. Und ja, es gibt übrigens 2 Kampf-Achievements hier in Shadowlands. Einmal das, was wir uns jetzt anschauen werden, und ein anderes, wo man 10 Millionen Kämpfe machen muss. Ich werde euch jetzt nur das eine zeigen und bei dem anderen habe ich jetzt eigentlich nicht vor, ein Video zu machen. Ich will aber einen Weg zur Selbsthilfe zeigen und zwar mit einer Seite, die heißt www.petguides.com. Da könnt ihr alle möglichen Kombinationen auch sehen. Ich werde jetzt hier einige Fights auch nach den Kämpfen hier spielen und werde euch die Seite auch runter verlinken. Und wenn ihr da guckt, könnt ihr einmal unter Shadowlands und dann könnt ihr hier diese familienexotischen Dinger einmal euch angucken, da sind die kompletten Kämpfe drin und wir wollen uns jetzt halt heute die 10 Bosse anschauen und da sind dementsprechend auch die einzelnen Kämpfe drin. Es ist beschrieben, ich mache jetzt hier nach den Standard-Kombis die Fights und da könnt ihr das euch nachspielen, wenn ihr sämtliche Pets habt, die ich hier auch verwende. Sonst gibt es hier auch immer noch Alternativen und man kann da sich halt angucken, okay, ich habe jetzt vielleicht das und das Pet nicht und nehme dafür ein anderes. Genau, soweit dazu und wir sind jetzt schon beim ersten Pet angekommen, beziehungsweise beim ersten Meister. Wir sind nämlich hier einmal hier unten in Maldraxxus auf den Koordinaten 61, 78 und da haben wir den ersten Mob, der nennt sich Gelatimo und ja, gegen den wollen wir mit folgender Kombi kämpfen. Einmal festliche Lampe haben wir mit den Fähigkeiten 1, 1 und 1. Dann haben wir den mechanischen Pandan-Drachling. Da haben wir 1, 1 und 1. Die ersten beiden sind aber egal. Und dann haben wir den Dunkelmond-Zeppelin mit egal, 2 und auch egal. So, dann starten wir den Kampf gegen Gelatimo. Und zwar fangen wir jetzt als allererstes an mit dem Strahl. Danach setzen wir dann die letzte Fähigkeit ein, Seelenschutzzauber, dass er uns nicht treffen kann. Danach nehmen wir das Erleuchten mit rein. Zack. So, jetzt switchen wir einmal zum mechanischen Pandaren-Drachling. Und jetzt hauen wir einfach nur einmal das Explodieren rein. Und das machen wir dann mit dem zweiten Pet auch. Also wir haben ja dann noch den Dunkelmondpanzer. Da setzen wir dann auch einfach nur das Explodieren ein. Ich musste das jetzt gerade hier nochmal ein zweites Mal spielen, weil ich das ein bisschen verkackt habe tatsächlich. So, hier einmal den rein, da haben wir jetzt auch das Explodieren drauf. So, jetzt sind 2 Pets down. Wir haben jetzt wieder unsere Lampe drin. Und mit der Lampe können wir nochmal den Seelenschutzzauber aktivieren. Dann den Strahl. Und jetzt haben wir noch als letztes Erleuchten und da müsste ja auch hops gehen. Zack, da geht er hops. Und tada, damit haben wir easy den ersten Kampf schon mal gewonnen und müssten jetzt schon mal einen abgehakt haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Mob. So, dann sind wir beim nächsten Mob angelangt. Und zwar sind wir hier unten jetzt auf den Koordinaten 26, 26. Und dort haben wir Glurp. Und der steht direkt vor so einem Elite-Mob. Also es kann sein, dass wenn ihr nicht stealthen könnt, euch da ein bisschen schwer tut, das Pet-Battle, den Pet-Battle-Kampf anzufangen. Ich werde es jetzt gleich mal versuchen, dahin zu kommen. Als erstes schauen wir uns aber an, was ich an Pets nehme. Und zwar habe ich einmal Knochi drin mit 1, 1 und egal. Dann haben wir den Zitterstachel-Huscher mit den Fähigkeiten egal. Dann haben wir hier die 2 und hier ist auch egal. Und dann haben wir Arachnoider Krabbelbot. Da haben wir egal, 2 und egal. Ja. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Ich kann da hinstaffen, den Kampf anfangen. Das geht. Ich kann sein, dass ihr den Typen angreifen müsst oder umhauen müsst, um dann den Typen, an den Pet-Battle-Typen ranzukommen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich konnte zum Glück hinstaffen. Der hat relativ viel Life. 800.000 habe ich gesehen. Könnte ein bisschen dauern, bis man den umhaut. So, als allererstes ziehen wir die klirrende Kälte. Als nächstes machen wir dann Kleinhacken.
Der hat hier meinen Mob schon umgehauen, habt ihr gesehen. Aber die klirrende Kälte mal drauf. Kleinen Hacken kriegen wir auch drauf. So. Dann geht er hops. Und jetzt switchen wir hier auf das zweite Pad. Und wir machen einmal die schwarze Klaue drauf. Dann ticken nämlich meine Dots alle ein bisschen höher. Dann holt er meinen Krabbelbot rein. Und jetzt machen wir toxischer Strahl drauf. Ihr seht, da haben wir ihn auch nochmal gedottet. Wir werden einmal gewonshottet. Und jetzt ist es egal, was ihr drückt. Ihr könnt einfach passen. Ja, also wir können einfach passen drücken und er dürfte jetzt hier tot ticken damit. Er hat jetzt einen Haufen Dots drauf und verreckt einfach den Dots. Er ist jetzt untot, belebt sich noch einmal wieder. Dann müssen wir, oder können wir nochmal passen drücken. Ihr könnt auch irgendeine andere Fähigkeit drücken, ist vollkommen egal. Und jetzt müsste er endgültig hops gehen. Ziemlich hardhitter Counter mit den ganzen Dots, seht ihr. Wenn man die alle hochbufft, haut es schon relativ gut Schaden raus. Und damit haben wir ihn besiegt. Und ich habe hier den Mob nicht geedit. Okay, okay, also der hat eine relativ kleine Akku-Range. Also das sollte kein Problem sein, dass er da rankommt, ohne ihn zu adden. So, dann sind wir im nächsten Gebiet angekommen, und zwar in der Bastion. Und jetzt sind wir hier auf den Koordinaten 52, 74. Und hier haben wir einen Meister, der schimpft sich Kristallschnapper oder eine Bestie, wie auch immer man das betiteln will. Und da haben wir jetzt schon mal ein paar Pets rausgesucht. Wir haben einmal die ungeborene Valkyrie. Und zwar haben wir da die Fähigkeiten egal 2 und 1. Dann haben wir als zweites Pet Iki, da ist es, die erste Fähigkeit ist egal, hier haben wir 1 und hier haben wir auch 1. Und das dritte Pet ist tatsächlich wurscht, da könnt ihr irgendwas, nämlich jetzt einfach mal den Achroniden Krabbler Bot drin gelassen vom letzten Kampf. Es sollte relativ wurscht sein, was wir da drin haben. Und hier gehen wir jetzt als allererstes und hauen einmal Fluch der Verdammnis drauf. Dann machen wir als nächstes die Heimsuchung. Da müssten wir dann reinschlupfen in den Typen. Zack, und unsere Valkyrie geht während der Zeit hops. Und jetzt nehmen wir den Iki. Und mit dem Iki machen wir die Kombi, die wir schon kennen. Wir hauen quasi einmal hier die schwarze Klaue drauf. Und nach der schwarzen Klaue machen wir einmal die Schar. Da seht ihr, das haut schon ordentlich was drauf. Jetzt haben wir hier auch nochmal einen Debuff drauf. Und jetzt müssten wir gleich ordentlich damagen. Der kann sich anscheinend hier ziemlich extrem heilen, ne? Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn wir da ordentlich Damage drauf haben. So, dann kommt die Schar jetzt noch einmal durch. Jetzt müsste er eigentlich hops gehen. Zack, da geht er hops und hat gesehen, das letzte Pet brauchen wir nicht wirklich. Also, da könnt ihr irgendwas reinpacken. So, dann sind wir jetzt bei 3 von 10. Also, sieht schon mal ganz gut aus. Dann sind wir beim nächsten Mob angelangt, und zwar wieder hier in der Bastion, hier auf den Koordinaten 46, 49, relativ in der Mitte, direkt bei dem Teleporter hier hoch. Und dort haben wir einen Mob, der schimpft sich Kostos, und das ist hier so ein kleiner mechanischer, oder? Den greifen, warte mal, ich muss euch noch die Fähigkeiten zeigen. Ups, das habe ich jetzt fast vergessen, jetzt waren wir ein Ticken zu voreilig. Und zwar haben wir einmal Knochi drin, und dort haben wir die Fähigkeiten 1, 1 und 2. Dann haben wir einmal Iki mit 2, 1 und 1. Und das letzte Viech ist wieder egal. Ich habe da einfach wieder den Krabbelbot drin gelassen. Ne? Den sollten wir jetzt nicht großartig brauchen. Gut, als allererstes hauen wir einmal die klirrende Kälte drauf. Dann als nächstes kommt der Knochensturm. Wir werden jetzt schon mal ordentlich weggelasert, wie ihr seht. Auch der blockt da einmal schön rein. Und dann hauen wir noch einmal das Kleinhacken drauf. Jetzt machen einfach wieder nur ein paar Debuffs auf den Gegner. Und danach dürften wir einmal sterben. Und jetzt kommt, wie gerade eben auch, einmal Iki zum Einsatz. Einmal die Schar. Zack. Und als nächstes dann hier, also erst schwarze Klaue und dann Schar natürlich. Ne? Also die gleiche Kombi, die wir eben hatten. Und jetzt tickt er halt wieder in den ganzen Debuffs ordentlich runter. Zack. Da geht er down. Jetzt retzt er sich noch einmal, weil er natürlich als Mechaniker diese Sonderfähigkeit hat. Die Schar geht aber trotzdem noch einmal weiter.
Die Dots dürften ihn genau noch umnatzen und damit haben wir auch den nächsten Kampf bestritten. Damit müssten wir 4 von 10 haben. Dann sind wir beim nächsten Mob hier in der Bastion und zwar jetzt hier ganz oben bei den Koordinaten 25, 30 und hier haben wir einen NPC, der schimpft sich Digallo und das ist hier dieser kleine süße Provost und gegen den wollen wir mit folgenden Pets kämpfen und zwar die Monstermöhre mit den Fähigkeiten Egal, Egal und 1. Hier dann mechanischer Skorpit mit 1, 1 und 1 und dann wieder irgendein Random Pet, ist egal was ihr reinnehmt. Ich lasse wieder den Krabbelbot drin. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Und wie vorhin auch schon, wir hauen einmal die klirrende Kälte drauf. Jetzt halt mit dem Mob hier. Und danach können wir einmal swappen zum mechanischen Skorpit. Dann hauen wir einmal, wie vorhin auch schon, die schwarze Klaue als nächstes drauf. Danach benutzen wir blendendes Gift, das ist die zweite Fähigkeit hier. Und jetzt als nächstes machen wir dann weiter mit dem Stachelstich. Und ihr seht schon, er hat jetzt einiges an Debuffs drauf. Wir geben ihm jetzt mit dem Stachelstich auf eine 20% Chance nochmal ein Vergiften. Das ist jetzt leider nicht geprockt. Einfach dann nochmal den Stachelstich drauf als nächstes. Und er tickt jetzt halt einfach mit diesem ganzen Debuff-Gemisch ziemlich nach unten. Also einfach nochmal Stachelstich. Zack. Es dauert jetzt halt immer relativ lang, ne, weil jeder dort einmal reinticken muss. Er hat seine ganzen Geschütze aufgestellt, aber nichtsdestotrotz geht er einmal hops. Wir kriegen auch nochmal ein bisschen Damage ab vom Gewitter und von seinen Geschützen, aber das dürfte uns nicht killen. Ah doch, hat den mechanischen Skorpion umgeboxt, aber wir haben ja noch die anderen beiden Pets. Und ihr habt gesehen, das letzte haben wir jetzt hier gar nicht gebraucht und die Möhre tatsächlich einfach nur, um am Anfang zu debuffen. Gut, wir haben einmal gewonnen und damit haben wir Halbzeit. Wir haben jetzt 5 von 10 Mobs umgehauen, heißt, weitere 5 brauchen wir noch. So, dann sind wir am nächsten Spot angelangt und zwar sind wir jetzt einmal im Ardenwald und wir sind hier auf den Koordinaten 50, 40 und hier ist so ein Weg nach unten und ihr dürft nicht den Weg ganz nach unten laufen, sondern wenn ihr hier von oben kommt, müsst ihr so ein bisschen außen rum über so einen kleinen Ast und dann hier zu dieser Höhle. Hier ist auch direkt der Höhleneingang und dort drin ist dann einmal unser Mob, den wir bekämpfen möchten. Nebelschwinge schimpft sich da, das kleine Viech hier. Und ich habe auch schon die Pets rausgesucht, die wir gleich brauchen werden. Und zwar die ungeborene Valkyre mit den Fähigkeiten Egal 2 und 1. Dann hier beim elfischen Kaninchen haben wir Egal 2 und 2. Und dann haben wir Schrödingers Katze noch und zwar mit Egal, Egal und die Nummer 1. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Als erstes hauen wir wieder den Fluch der Verdammnis drauf. Das kennen wir ja von vorhin gerade schon. Und dann machen wir auch wieder selbiges wie vorhin bei dem Pet. Wir hauen einmal die Heimsuchung drauf. Damit werden wir dann einmal aus dem Kampf genommen mit der Valkyrie und geben dem Mob einen Debuff. Und jetzt können wir zum elfischen Kaninchen rüber swappen. Und da ziehen wir als allererstes einmal dann Ausweichen, das ist die zweite Fähigkeit. Und jetzt hauen wir einfach die Stampede rein, solange bis unser elfisches Kaninchen hops geht. Heißt, ja, nach dem Ausweichen wird es nicht so lange überleben tatsächlich. Nochmal die Stampede durch. Und jetzt müsste gleich unser Debuff hochgehen, das dürfte ein bisschen rein damagen zumindest. Zack! Macht sogar das Doppelte an Schaden, ne? Weil wir ja hier unseren Debuff drauf haben. So, dann machen wir nochmal die Stampede. Und damit gehen wir down. Jetzt haben wir noch den Debuff drauf. Und jetzt können wir mit Schrödingers Katze einmal unsere Dunkelheit herbeirufen, casten. Und das müsst ihr ihn auf jeden Fall finishen. Ne? Ihr seht hier 800 irgendwas Damage. Also selbst wenn ihr vorher ein bisschen früher gestorben seid, ist es nicht sonderlich wild, weil der damit sowieso hops geht. Gut, dann sind wir jetzt bei 6 von 10.
dann sind wir beim nächsten Pad angekommen. Und zwar sind wir immer noch im Adenwald, hier bei den Koordinaten 34, 44. Und da ist ein Pad, das schimpft sich Dornpfote. Und gegen Dornpfote können wir eigentlich verschiedene Kombis einsetzen. Eine der Kombis, die wahrscheinlich jeder von euch haben dürfte, ist einmal ein Pet, das schimpft sich Kaninchen. Das brauchen wir mit Fähigkeit 1, 2 und 1. Und die anderen beiden Pets sind vollkommen egal. Ich lasse jetzt einfach mal das elfische Kaninchen und Schrödingers Katze drin. Und ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Das ist jetzt hier eine Kombi, die ein bisschen länger gehen soll. Wir fangen an einmal mit Kratzen. Dann machen wir nochmal Kratzen. Dann drücken wir als nächstes Ausweichen. Dann wieder Kratzen. Dann nochmal Kratzen. Dann machen wir einmal Eingraben. Und ihr seht, der andere macht auch immer sein Ausweichen, aber in der Zeit können wir quasi immer uns aus dem Kampf zurückziehen. Und das ist eigentlich relativ easy. So, und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Wir fangen an wieder mit Kratzen. Dann können wir wieder einmal Ausweichen drücken. Dann wieder Kratzen. Und so geht es jetzt halt einfach immer wieder, immer wieder im Kreis quasi mit dem gegnerischen Pet. Wieder Kratzen. Dann können wir wieder eingraben. Er schafft es halt kein einziges Mal so mit uns zu hitten. Das ist halt relativ praktisch, dauert aber recht lang. So, dann können wir wieder Kratzen drücken. Macht er wieder sein Ausweichen. Wir drücken auch unser Ausweichen. Und in 10 Runden oder so haben wir dann gewonnen. Dann können wir wieder Kratzen aktivieren. Nochmal Kratzen. Macht er gleich wieder sein Ausweichen rein. Wir graben uns ein. Er trifft uns nicht. Dann kommen wir wieder hier mit Kratzen als nächstes. Jetzt macht er sein Ausweichen an. Wir machen auch unser Ausweichen an. Und dann haben wir noch einmal Kratzen und dann haben wir ihn tatsächlich besiegt. Er geht hops und hat uns kein einziges Mal im ganzen Kampf getroffen. Dementsprechend habt ihr gesehen, brauchen wir die Pets in der hinteren Reihe hier überhaupt nicht. Und damit sind wir bei 7 von 10, heißt 3 Stück fehlen uns jetzt noch. So, dann sind wir beim nächsten Spot angelangt. Und zwar sind wir immer noch im Adenwald, hier unten bei den Koordinaten 25, 62. Und hier ist eine kleine Höhle und in diese Höhle müssen wir rein. Die ist jetzt hier, ihr seht, da läuft der Weg von oben nach unten. Und hier haben wir diese kleine Höhle. Also hier unten. Und wenn wir in diese Höhle reinlaufen, dann müssen wir den Weg nach oben und nicht den nach unten wählen. Und dort haben wir dann einen Mob, der schimpft sich Zischmaul, dass ich ihn rausbringe. Und den wollen wir besiegen mit folgenden Pets. Einmal Baal mit den Fähigkeiten Egal, Nummer 2 und auch Egal. Dann hier Egal, Egal und Nummer 2. Und dann haben wir hier Egal, Egal und Nummer 1. Ihr seht schon, wir haben zweimal die Explo drin. Ihr könnt euch vorstellen, was wir gleich machen werden. Dann müssen wir als allererstes hier die zweite Fähigkeit drücken. Mörder der Unschuldigen. Das drücken wir drauf. Und dann switchen wir einmal zum Eisernen Stern. Und wir drücken hier Explodieren, also die letzte Fähigkeit. Das killt uns dann quasi auch. Und dann kommen wir zum zweiten mechanischen Pet. Switchen das rein in den mechanischen Pandarendrachling. Und hier machen wir eigentlich dasselbe und drücken einmal Explodieren. Und jetzt haben wir nur noch Baal über. Wir drücken wieder Mörder der Unschuldigen. Zack, damit geht er hops. Und ja, damit sind wir jetzt bei 8 von 10. 2 haben wir jetzt noch in Revendrest über. Dann sind wir als nächstes einmal hier in Revendrest angekommen. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 52, 41.
Und hier oben an der Burgmauer haben wir die Gräfin. Da müsst ihr euch halt überlegen, wenn dann lauft ihr von da hinten so hoch rein oder ihr lauft hier quasi über den Aufzug hoch und rüber. Ne? Also von unten kommt ihr nicht ran. Und ja, ich habe es probiert und war vor einer Mauer gestanden. Also ne, die beiden Möglichkeiten habt ihr dementsprechend. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Pets an, die wir nehmen. Und zwar haben wir einmal den pandarischen, mechanischer Pandarendrachling, so rum. Und hier haben wir die Fähigkeiten, egal, 2 und 1. Dann haben wir blutrote Spore, da haben wir zweimal egal und einmal die 2. Und hier bei Baal haben wir einmal egal, 2 und egal. Und dann würde ich sagen, starten wir rein bei der Gräfin. Als allererstes passen wir einmal. Das Pet ist nämlich schneller und es fliegt einmal nach oben. Als nächstes machen wir Donnerblitz. Pikachu, Donnerblitz. Einmal drauf und als nächstes explodieren wir dann schon. Opfern unser Pet. Einmal rein explodieren. Danach wäre es nämlich dann eh erledigt gewesen. Als nächstes nehmen wir die blutrote Spore rein. Und ja, ihr vermutet es schon, die explodieren wir hier auch. Wird auch gleich wieder geopfert. Und dann haben wir als letztes Baal. Und Baal machen wir Mörder der Unschuldigen. Das ist die zweite Fähigkeit. Zack. Und damit wird er weggenatzt. Und damit sind wir mit dem 9. Pet auch durch. Jetzt haben wir noch ein einziges über. Dann sind wir am letzten Spot angekommen beim kleinen Kanalkriecher. Und dort sind wir jetzt hier in Revendreth auf den Koordinaten 25, 23. Dort haben wir den Kanalkriecher, der minder hübsches Viech hier. Seht ihr das? Hat nur ein Auge. Und das werden wir mit folgender Kombi jetzt einmal unboxen. Wir haben einmal Knochi drin, den Wadenbeißer und dann ein Random Pet. Ich habe jetzt hier einfach mal Baal drin gelassen. Und zwar haben wir Knochi mit den Fähigkeiten 1, 1 und 2, dann den Wadenbeißer mit egal, 2 und egal und Baal ist auch egal, was ihr da habt, Hauptsache irgendein Pet drin. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und zwar mit Knochi und hier fangen wir ganz klar mit der klirrenden Kälte an, dotten den Gegner so ein bisschen. So, dann können wir einmal kleinen Hacken draufhauen. Ah, okay. So. Dann machen wir Knochensturm. Jetzt müssten wir noch einmal die klirrende Kälte durchkriegen, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht. Nein, mein Knochen stirbt. Vielleicht können wir es trotzdem schaffen. So, dann müssen wir den Wadenbeißer der Zanellari aktivieren. Und dann machen wir einmal die schwarze Klaue drauf. Und jetzt sollen wir eigentlich passen, aber da mein Knochen ein bisschen früh gestorben ist und wir die zweite klirrende Kälte nicht drauf gekriegt haben, hauen wir jetzt einfach mal noch einen Biss drauf und versuchen hier noch ein bisschen rein zu supporten. Eigentlich hätte ich noch eine klirrende Kälte durchkriegen sollen, aber es geht auch so. Ja, geht auch hops easy. Also auch wenn euer Knochi so wie bei mir ein bisschen zu früh stirbt, weil er am Anfang gekrittet hat, ist es eigentlich relativ wurscht. Das hat auch so funktioniert. Gut, damit haben wir tatsächlich alle Fights durchgekriegt. Achievement ist eben aufgeploppt. Und damit haben wir wieder schicke 10 Punkte mehr. Und ein Pet müssten wir auch bekommen haben. Das ist wahrscheinlich direkt schon in der Collection, den Winterlaubspriggen. Und den schauen wir uns jetzt mal noch an, würde ich sagen. Wo haben wir einen? Nein, hier haben wir den Spriggen. Also gar nicht so klein. Komm mal her, hier. Da haben wir ihn. Und der kriegt jetzt hier mal noch einen Kampfstein drauf, dass er gleich auf Max-Stufe ist. Da schaut er nämlich noch viel, viel besser aus. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch am Ende von dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das nächste Mal gerne wieder reinschauen. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.